Einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zurück bei Skyrim mit Günni vor dem Palast. Denn wir sollten hier hin und sollten uns was abholen. Unsere Rüstung der Champions, um dann im Kampf der Champions gegen andere Champions anzutreten. Krieg ist alles andere als glorreich. Das erzählen sie den Soldaten nur, damit sie ihr Leben riskieren. Hast du das mit jedem, der neu reinkommt? Ein bisschen gruselig. Das werde ich mein Leben lang nicht verstehen. Ja. Scheint auch alle davon mitbekommen zu haben. Ist mir fast schon ein bisschen peinlich. Moin, Wulfric. Ja. Du bist mein befehlshabender Offizier? Nee. Mit wem soll ich denn... Ja, das ist mir schon bewusst, aber... Ah, moin. Wir werden diesen ungläubigen Hunden zeigen, wem dieses Land gehört. Ja, ich habe die Nachricht übrigens bekommen. Ihr sucht einen Champion. Es wird nicht einfach werden. Aber deshalb schicke ich ja euch. Habt ihr auch das Zeug dazu? Ja, ich denke schon. Ich habe den Mumm und auch noch ein bisschen mehr. Sie sind so gut wie tot. Ich werde mein Bestes tun. Die Neuen werden uns zum Sieg führen. Ich bin gerade etwas beschäftigt. Ja, komm hier. Gut. In euch brennt ein richtiges Feuer. Das gefällt mir. Talos möge euch leiten. Ja, okay. Trifft dich mit dem Befehl, nimm die Sturmbärenrüstung und die Karte an dich. Ja, auf zum Brokkoli, wieder zurück. Ist auch immer wieder ein Hin und Her hier. Hab eigentlich gedacht, mit den Sturmmänteln wäre jetzt langsam gut, aber anscheinend haben sie dann doch noch mal ein paar Asse für mich. Zählige Tote suchen mich in meinen schlaflosen Nächten heim. Okay. Vielleicht heilen ja meine Narben, wenn Himmelsrand wieder geheilt ist. Ja, wahrscheinlich. Karte des Austragungsorts. Da wohne ich. Das ist bei mir zu Hause, gefühlt. Okay, Karte. Uns Urteil. 77, was? Moment. Okay, 79, ich wollte gerade sagen. Der Schild ist geil. Oder ist das eine Einhand? Nee, das ist eine Zweihand, oder? Mit 77? Und Bärenschwert. Das ist nettes Zeug auf jeden Fall. Schließe dich im Austragungsort des Kampfes mit Sturmmittelgarnison an. Also ich werde wahrscheinlich mein Zeug behalten, aber ich werde es auf jeden Fall mal irgendwo zu Hause lagern. Da könnt ihr aber mal Gift drauf nehmen. So. Das ist echt einfach bei mir zu Hause. Naja, ja, fast vor der Haustür. Ab zur Höhle. Weil es ja an sich. Ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass meine Leute mir da gleich helfen können, wenn der jetzt gleich angreifen sollte. Hallo! Dieses unerträgliche Warten. Diese verdammten kaiserlichen Ketzer. Der kämpft gegen den Riesen, ja dann! Hallo! Du bist der kaiserliche Champion? Schönes Wetter für einen Krieg. Netter Helm. Ja, fangen wir einfach an, komm. Für den Kaiser! Ja, ja. Zum Ruhm des Kaiserreiches! Bei Ismir lebend kommt ihr hier nicht raus! Ein bisschen Krieg am Morgen hat noch keinem geschadet. Ich muss irgendwie an dich rankommen, ohne meine Leute zu killen. Jetzt schon tot, ne? Das war schon alles. Wirklich, meine Leute sind alle tot? Das ist ja jetzt fast ein bisschen lächerlich. Ja, ja, komm. Das ist jetzt nicht dein Scheiß Ernst. Ich bin hier am Arbeiten. Ach, die haben wahrscheinlich alle nichts dabei, ne? Was ist mit ihm hier? Kaiserrüstung nehme ich natürlich auch noch gerne mit. Akatos Kralle? Warte mal, der hatte doch gerade noch irgendwas anderes, oder nicht? Oder ist das die Kralle gewesen? Das ist die Kralle. Ach, Neid. Ja, ich kann nichts mehr tragen. Ich bin zu schwer. Jetzt hätte ich ja fast gedacht. Silberbarren Gewicht 1. Ja, das bringt mir jetzt auch nichts. Die andere Sache ist, ich bin in der Nähe von zu Hause.
jetzt eher blöd. Kacke. Bin komplett überladen. Eisdrache, der mir die ganze Zeit Ausdauer snackt. Ich weiß, dass ich zu schwer bin. Ich lauf da gleich hin. Ohne euch, also ich werde das schon noch überspringen, aber... Kleines feiges Würstchen. Du bleibst jetzt hier. Bin zwar fett, aber dich krieg ich noch klein. So nämlich. So, dann kann ich das Zeug jetzt auch noch mitnehmen. Komm, machen wir da keine große Nummer draus, gib mir die Seele. Da hinten auf dem Berg ist mein Haus. Ich laufe da jetzt mal hin. Wir sehen uns gleich. Ich habe es geschafft. Ich bin wieder leichter. Ich habe die Sachen abgelegt. Also das ist wieder cool. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, kann ich theoretisch eigentlich auch das andere Ding hier ablegen. Zwischenzeitlich kam noch der Kurier und hat mir einen Brief gegeben, wie geil ich denn gekämpft habe und dass es eine Ehre ist, dass ich diese Rüstung trage und. Kommt im Endeffekt dann jetzt darauf hinaus, ich darf das Zeug behalten. Ich hätte es auch so behalten. Ich habe auch das von den Kaiserlichen behalten. Es ist jetzt alles in dieser Kommode, bis ich einen anderen Ort dafür gefunden habe. So, Diebesgildenrüstung ist wieder angelegt. Wir gehen wieder zurück nach Riften. Dieses kleine Intermezzo mit den Kaiserlichen hat ein Ende. Wieder ein bisschen mehr Rüstung und alles sowas. Und dann werde ich mal gucken, ob sich vielleicht schon was an dem Schrank geändert hat und ob ich bei Devin noch ein bisschen was in Weißlauf erledigen kann. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich müsste theoretisch einen Diebstahl ausführen. Aber wir wissen ja alle, wie gut das funktioniert. Es ist schön, euch wiederzusehen, Freund. Aber da ist noch nichts. Ich gehe mal gucken. Also wie gesagt, ich glaube, es füllt sich so langsam. Ganz, ganz langsam. Müssen wir dann nur mal gucken, dass wir die Städte vielleicht auf unsere Seite ziehen, beziehungsweise jetzt irgendwann mal einen vernünftigen Auftrag bekommen. Ich habe immer noch eine ganze Reihe Aufträge. Also gut, schwebt euch etwas Besonderes vor? Am liebsten einen Überfall, also hier Diebstahl, aber nee, Raubzug. Plünderaufträge habe ich immer. Ihr müsst so schnell zuschlagen, dass euch niemand erkennt. Wie klingt das? Nehme ich. Schön. Hier ist alles, was ihr wissen müsst. Der Raubzug. In Weißlauf. Aus Windhelm. Mal wieder. Ja, ich denke mal nicht, dass das Zeug in der Dingens respawnt. Also ich habe ja die Taverne leergeräumt letzte Mal. Vielleicht sollte ich mich diesmal um den Laden kümmern. Weil da werden auf jeden Fall ein paar Tränke offen rumliegen und 500 Gold kriegt man damit recht schnell zusammen. Wenn ihr das Schießen trainieren wollt. Ich möchte das Schießen ungern trainieren tatsächlich. Nein! Der ist auch immer aufdringlicher geworden jetzt mit der Zeit irgendwie. So, Windhelm. Denke mal, je nachdem zu welcher Tageszeit wir jetzt da sind, würde ich ein bisschen warten. Ein bisschen mehr warten müssen. Und werde mich dann in den Gemischtwarenladen schleichen. Warte mal. Die guten 10 Stunden Günterschlaf, diesmal an einem Baum. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt vielleicht schon reicht. Ich muss mal gucken. Also der Laden muss auf jeden Fall zu haben. Ich habe Mitleid mit dem Schmetterschild-Clan. Familienangehörige. Ja, und dann muss ich erstmal wieder gucken, wo der Laden ist. Der ist irgendwo, musste ich abbiegen, dann runter und dann ganz in die Ecke. War doch hier. Hier geht's doch noch, weil ich habe gedacht, hier ist nichts mehr.
Den Windhelm ist auch ganz komisch aufgebaut. Wenn man sich jetzt nicht unbedingt hier auskennt. Moin. Ich könnte ja versuchen, dich auszurauben, aber... Wieder niemand Blumen gekauft. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sucks to be you. Hier, jetzt aber. Meister? Weiß ernst? Wo wir das mit weniger Dittrichen hier durchkommen. Schon wieder mehr als drei gebraucht. So, geht doch. Rein da. Ich hoffe, der Ladenbesitzer pennt schon. Scheint zumindest so. Der muss irgendwo da hinten jetzt sein. Hier schon irgendwie was. Ja gut, feine Kleidung. Ich meine, die ist 45 wert, ne? Ich nehme die mal mit. Hier ist auch nochmal feine Kleidung. Die ist ein bisschen weniger wert, okay. Streitkolben, Schale. Ich suche die Tränke und Zutaten. Hier so Silberbesteck und so ein Scheiß. Na ja, komm, die ganzen Becher... Und Schalen, das vermisst keiner. Feine Kleidung, feine Stiefel. Aber hier, Charus-Eier. Oh, die wiegen nicht viel. Hier sind die Tränke, das ist das Zeug, was ich haben will. Geil. So, dann schnell wieder raus. Ich gehöre zur Besatzung der Nord. Das ist schön für dich. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass du mich nicht entdeckt hast. Alles andere ist ein bisschen Nebensache. So, ab zurück zu Delvin. Einmal sagen, dass es erledigt ist. Dann wieder Umsatz machen. Und dann nochmal weitermachen. Wie gesagt, ich werde mal schauen, wie es bei den Kommentaren aussieht. Weil ich bin ja jetzt im Moment wieder in Vorproduktion. Deswegen werden wir jetzt noch ein bisschen weitermachen mit den Aufträgen. Werden nochmal ein bisschen Diebesgilde-Zeug so machen. Vielleicht werde ich auch ab und zu nochmal in Dungeons gehen, bis die Folge rauskam, wo ich gefragt habe, wie es denn aussieht, was ihr denn gerne haben möchtet. Ob wir alles machen mit Steine von Barrensia oder ob ich das in einem Zusammenschnitt machen werde. Also, was kann ich heute für euch tun? Mich bezahlen werden anfangen. Gute Arbeit. Hier ist euer Anteil. Danke. So. Sehr gut. Was wollt ihr denn machen? Ich habe keine Ahnung, wie lange das noch dauert tatsächlich. Ich denke mal, das wird eine ganze Weile immer mal wieder hin und her gehen. Warum auch immer ich jetzt in den Rattenweg gegangen bin, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Das wird jetzt eine Weile so hin und her gehen. Ich jetzt nicht unbedingt... Warte mal, da. Hi. Willkommen. Wenn ihr zusätzlich... Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. So, was haben wir denn? Ich habe ziemlich viel Scheiß einfach nur eingepackt. Becher. Becher. Schale. Ist das alles gestohlen? Nee. Aus Eier, die Schriftrollen, die Zaubertränke. Das ist nur Zeug, woran sie interessiert ist, ne? Kurz gucken. War nur einer von. Ja auch. Wie viele Tränke habe ich denn gestohlen? So. Dann haben wir noch feinste Kleidung, die wir loswerden müssen. Und das war's meines Erachtens nach. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet. Jo, mich auch. So. Ja, wie gesagt, also ich werde jetzt noch ein paar Aufträge annehmen. Ich wollte jetzt einmal ganz kurz nebenan gucken, wie es denn mit dem Schrank aussieht, ob sich da vielleicht schon was getan hat. Ansonsten werde ich noch ein bisschen rauben. Für mich wirkt das so ein bisschen wie so ein Indikator. Wo ist er denn jetzt? Da. Hat sich jetzt aber noch nichts Neues getan. Wer im Besitz der Kerzenhalter? Hier ist das Auge der Falme.
Wäre halt echt schön. Was braucht ihr? Es ist schön, euch wiederzusehen. Tut mir leid, Börschchen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wir reden ein andermal. Du hast Wichtigeres zu tun, Mann. Du hast gesagt, du kümmerst dich um mich. Haben wir hier in der Schatzkammer vielleicht irgendwas? Sonst muss ich mich da echt nochmal schlau machen. Aber wie gesagt, könnt gerne immer noch weiterhin in die Tasten hauen. Ich werde das erstmal ein bisschen zurückstellen mit den Steinen. Bis ich weiß, was euch so am liegt. Also wenn ihr unbedingt wollt, kann ich natürlich das Ganze auch noch ziehen. Aber wie gesagt, ich glaube eigentlich fest daran, dass ihr auch Interesse daran habt, einfach so eine kompakte Folge zu haben, in der dann trotzdem alles erzählt wird. So. Machen wir noch einen kleinen Auftrag. Vielleicht diesmal für Vex. Ich habe Arbeit für euch, wenn ihr den Mumm dazu habt. Gut, was soll es sein? Ja, sag du es mir doch mal. Denunzieren, Einbruch, Ausräumen, Opfer, Übertrag, Einbruch, so ein Ausräumen. Diese Leute haben gerade geerbt. Guter Zeitpunkt für uns, schlechter Zeitpunkt für sie, was? Ist absolut richtig. Ich habe auch gerade geerbt. Muss ich mich jetzt selbst ausräumen? Sicher, sicher. Erledigt die Sache nur einfach. Hier ist der Auftrag. Danke. Das Ausräumen. Vielleicht muss ich auch echt mal über meinen Schatten springen. Sämtliche Wertsachen aus Haus der Ich war nicht schnell genug. Des Schmelzhüttenaufsehers in Markart, okay. Dann wollen wir doch mal dahin. Ich hoffe einfach, dass irgendwann mal der Punkt kommt, wo gesagt wird, jo, hier, wir haben krasse Aufträge für dich, jetzt kommt langsam die Glanzstunden zurück und so. Dann gehen wir da nochmal hin. Missachtet das Gesetz? Ihr missachtet mich. Ich beaufsichtige die Schmelzhütte von Markan. Wenn ein Arbeiter aus der Reihe tanzt, rufe ich ihn zur Ordnung. Open up. Ich meine, in der Hoffnung, dass jetzt hier gerade keiner ist. Hier liegt schon das erste Zeug einfach auf dem Boden rum. Kelch. Und lass mich raten, noch ein Trinkhorn irgendwo. Aha. Mal wieder abwechslungsreich hier. So, übergib die Wertsachen weg. Das mache ich, aber sobald ich erst hier raus bin. So. Wieder ins komplett andere Ende der Map. Und das ganze Ding zu reiten, ey, meine Fresse. Ich meine, man kann ja quasi so eine kleine Version der Schnellreise machen, indem man auch die Kutsche benutzt, auch im Survival-Modus. Haben wir ja zu Beginn des Let's Plays tatsächlich auch einfach gemacht. Aber, ja, ist so doch deutlich angenehmer. In die zersplitterte Flasche. Ich hoffe, ihr habt den Auftrag erledigt. Und das ohne Blutvergießen. Mehr wollen wir gar nicht. Viel Spaß mit dem Gold. Danke. Gut. Ja, gut, das war's dann jetzt an sich dann auch mit Vex. Wie gesagt, haut gerne in die Tasten, im Generellen auch. Also wenn ihr jetzt nicht unbedingt was zu dem Parensia-Thema zu sagen habt, aber andere Anliegen gerne auch damit her. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das übliche Gelöt könnt ihr da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns morgen wieder bei Skyrim oder einem von unseren anderen Projekten. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen schlau machen, was es mit den Dieben auf sich hat. Werde vielleicht mal gucken, dass ich mich ein bisschen übe, was das Taschendiebstahlen angeht. Und vielleicht werde ich dann in der nächsten Folge mal einen von den Taschendiebstahlaufträgen annehmen und mal gucken, was daraus so wird. So, ja, vielen, vielen lieben Dank. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüssi.